Willkommen in Potters Bluff. Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Potters Bluff Reviews. Heute freut es mich besonders, denn ich darf einen der besten Filme des letzten Jahres vorstellen, der jetzt endlich vom Play-On hier auf Blu-ray rauskommt, und zwar Anatomie eines Falls, Anatomy of a Fall, mit unserer deutschen Sandra Hüller in der Hauptrolle, ein Film von Justine Triet, bei dem es um einen Mord geht oder einen vermeintlichen Mord, man weiß es eben nicht. Es wird so eine Anatomie eines Falls oder Anatomie einer Beziehung, denn es geht um ein Ehepaar, einen französischen Schriftsteller und eine deutsche Schriftstellerin, die zusammen in den französischen Alpen wohnen mit ihrem blinden Sohn, geraten in einen Ehestreit und der Ehemann fällt vom Dach des Chalets und stirbt dabei. Der blinde Junge hat das alles mit angehört, kann es alles nicht einordnen. Und die Frau, gespielt von Sandra Hüller, wird des Mordes bezichtigt und wird vor Gericht gestellt. In der Gerichtsverhandlung wird die ganze Ehe und die ganze Beziehung seziert, die sie zueinander haben, und die wirklich komplizierten Gefühlswelten der verschiedenen Akteure. Und man wird am Ende sich die Frage stellen, war es Mord oder war es ein Unfall? Anatomie eines Falls. Er ist wirklich ein grandioser Film geworden, vor allen Dingen für das europäische Kino der letzten Jahre, das ein bisschen ausgedünnt ist, wie ich finde. Wir haben hier tolle Darsteller, allen voran Sandra Hüller, die bei mir hier aus der Gegend kommt. 30 Kilometer entfernt ist Suhl, da ist sie geboren, die dieses Jahr natürlich auch letztes Jahr schon groß abgesandt hat. Sie war mit zwei Filmen in Cannes, The Zone of Interest und Anatomy of a Fall, also Anatomie eines Falls. Der dieses Jahr natürlich, die beide auch dieses Jahr auf der Oscar-Verleihung laufen werden, Konkurrenz, und ja, also Sandra Hüller ist mit zwei Filmen nominiert, als bester ausländischer Film und als bester Film an sich, und dazu noch die Regisseurin und Sandra Hüller auch noch als beste Hauptdarstellerin, was sehr spannend werden sollte. Ich bin sehr gespannt, wie es für Sandra Hüller ausgehen wird. Eben auch, weil sie direkt hier um die Ecke kommt. Wohnt jetzt aber in Leipzig, soviel ich weiß. Genau. Das Interessante hier dran ist, ihr könnt den Film natürlich jetzt schon sehen, bevor der Oscar-Verleihung, und könnt dann selber mitfiebern oder auch nicht. Der Film kommt nämlich am 29. Februar auf Blu-ray raus, vom Play-On hier. In einer wunderschönen Aufmachung, wir gehen gleich in die Nahansicht. Wir haben hier einen wunderschönen Schuber, eine Blu-ray-Case und ein schönes Fotobuch dazu, das echt sehr schön ist und mal eine tolle Alternative. Zum Film kann ich nur sagen, der Film fängt als Thriller an und verwandelt sich dann mehr in eine Art Beziehungsdrama, das aber sich vor Gericht abspielt. Wir haben auch einen Gerichtsthriller, wir haben also mehrere Genres hier gemixt. Das Ganze ist mit grandiosen Darsteller-Performance gesät, und ich kann den Film eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ich finde nur, für meine Verhältnisse geht ein bisschen der Thriller-Aspekt verloren im Verlauf des Films, aber ich glaube, das war auch nicht ganz der Sinn des Films. Es ist nur der Aufhänger, um ihn interessanter zu machen und eben auch weltweit für ein Publikum zu sorgen, denn der Film ist natürlich weltweit mittlerweile eingeschlagen wie eine Bombe und hat auch ein sehr respektables Kinobesucher in Deutschland angelockt im Vergleich zu Blockbuster-Filmen. Und das finde ich sehr schön geworden, sehr schön von Play-On hier, dass sie ihn rausbringen. In den letzten Jahren haben sie da auch sehr viel tolle Sachen rausgebracht. Sie haben The Way rausgebracht, sie haben Parasite rausgebracht und zeigen hier ihr Gespür für großartige Filme und dass sie sich die immer holen, um sie in Deutschland zu verlegen. Ja, das freut mich ganz besonders. Ja, und nochmal zu Sandra Hüller zu sprechen. Ich finde sie eine der großartigen Schauspieler unserer Zeit und eine ungewöhnliche Schauspielerin, die einen richtigen Durchbruch hatte mit Toni Erdmann vor ein paar Jahren. Und ja, der Film ist hier wirklich sehr cool gedreht und man erfährt auch jede Menge Details über das französische Rechtssystem, das nochmal komplett anderes ist wie das deutsche oder das amerikanische. Auch sehr interessant. Ja, das Ganze ist gesehen, wie gesagt, mit tollen Performances und man rätselt bis zum Ende mit. Was natürlich am Ende passiert, verrate ich euch natürlich nicht. Ihr könnt den Film selber schauen jetzt. Wenn ihr schon im Kino gesehen habt, wie ich zum Beispiel, könnt ihr auch gerne schon mal schreiben, wie ihr den Film fand, aber bitte nichts verraten, denn wir wollen ja natürlich das nicht ruinieren für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Ansicht. So, dann haben wir das gute Stück. Und wie ihr schon seht, wir haben hier einen wunderschönen schneeweißen Schuber, der das Ganze schön ziert. Wir haben ein sehr schönes Bild hier. Ich finde das sehr schön gemacht mit diesem Titel. Und dann ist hier quasi der Hauptkonflikt des Films in einem Bild zusammengefasst. Film von Justine Triet. Hier haben wir noch die Nebendarsteller und die anderen Darsteller. Und hier oben auch Gewinner der Goldenen Palme 2023, auch einer der prestigereichsten Preise nach dem Oscar eigentlich. Genau, da haben wir hier auf der Spine ganz schlicht Anatomie eines Falls und das Blu-ray-Logo. Auf der Rückseite haben wir diese Bilder, die am Anfang eingeblendet werden. 7 Jahre nach Toni Erdmann erinnert uns Sandra Hüller daran, welche großartige Schauspielerin sie ist. Ja, sie ist eigentlich in jeder Rolle überzeugend. Kommt drauf an, welche Filme ankommen. Sie spielt aber immer cool, sucht sich Interessante raus und das unterscheidet sich auch vor allen Dingen von anderen deutschen Kollegen, die eigentlich jeden, sag ich mal, Mist mitmachen, ne? Genau. Hier haben wir ein Interview mit Sandra Hüller noch dabei. Die Geheimnisse vom Dreh mit dem Filmhund. Das ist nämlich auch interessant, wer den Film gesehen hat. Am 24. das Booklet. Genau. Sehr schön. Hier haben wir auch das neue FSK-Logo, wo dann auch
beschrieben wird, warum es diese Freigabe hat in kurzen, knappen Worten. Sehr schön, wie ich finde. Dann holen wir das Ganze mal raus. Finde ich sehr schön. Ich nehme an, die Erstauflage wird noch diesen Schuber haben. Zu diesem Booklet kommen wir später. Wir haben dann den Film hier nochmal in so einer schönen, durchsichtigen, weiß getünchten Blu-ray-Hülle mit so einem blauen Logo nochmal hier rausgearbeitet. Finde ich sehr schön. Das ist, glaube ich, ein Wendecover. Genau, später wird es wahrscheinlich dann so in den Markt kommen. Dieser Sticker war außen angebracht, 5 Oscar-Nominierungen, unter anderem bester Film, beste Hauptdarstellerin Sandra Hüller. Den haben sie noch angebracht draußen, um auch die aktuelle Situation aufzugreifen. Wie gesagt, ihr könnt den vor den Oscar-Verleihungen sehen. Und hier auf der Rückseite haben wir dann nochmal die Inhaltsangabe und auch nochmal das Bonusmaterial. Das sollte dann ähnlich sein wie hier. Wie ihr sehen könnt, so ein bisschen abgewandelt. Genau. Sehr schön gemacht. Das finde ich schon mal sehr schön. Passt auch wunderbar in den Schuber. Und hier haben wir dann noch ein kleines, schönes Bildbändchen, Anatomie eines Falls, wie ihr sehen könnt. Mit Szenen aus dem Film, nehme ich an. Und dem Booklet. Hier haben wir auch ein Interview mit Justine Triet drin. Sehr schön gemacht. Etwas dünnes Papier, aber für so ein Booklet ist das schon vollkommen okay. Hier haben wir den gegnerischen Anwalt Sandra Hüller im Gerichtssaal. Sehr schön. Und das Tolle ist auch, diese Figuren sind natürlich alle nicht schwarz-weiß, sondern alle ultra-grau. Das heißt, man kann ja nichts durchschauen. Sie ist auch nicht unbedingt ein Sympathieträger im Film, was das Ganze noch interessanter macht. Ja, und hier hat man dann ein schönes Bild. Wer den Film kennt, weiß vielleicht, was das bedeutet oder bedeuten könnte. Genau, das Ganze passt ja auch sehr schön in den Schuber rein. Da haben wir ein wunderschönes Paket. Ich finde, es muss nicht immer ein Mediabook sein. Das hier ist auch sehr stylisch und sehr schön gemacht. Und natürlich auch ein bisschen preiswerter. Das war's von der Ansicht und wir gehen zurück. Ja, seht schon, auch dieses kleine, schöne Set hier mit dem Schuber lässt sich sehen und macht einfach Spaß. Ist auch ein toll gewähltes Cover, wie ich finde. Und ich freue mich, dass dieser Film hier in Deutschland so erhältlich ist bald. Und das auch noch direkt vor der Oscarverleihung. Das heißt, ihr könnt eintauchen und den Film schon mal schauen, bevor die Oscars vergeben werden und könnt selber eure Meinung abgeben, ob der Film dann auch den Oscar verdient hat, den er vielleicht gewinnt. Also ich bin auf jeden Fall auf Sandra Hüllers Seite und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und seid immer schön vorsichtig, wenn ihr auf dem Balkon rumfuhrwerkt.